Hallo zusammen. Ich habe hier ein Video, was ich schon oftmals angefangen habe, Material zusammengestellt habe, wieder abgebrochen und so weiter. Gut, jetzt hiermit wird es hochgeladen. Und zwar dreht sich es um den Bluetooth-Umbau-Nachrüstung eines Radios. Ich habe damit angefangen gehabt mit einem Röhrenradio-Umbau. Und das liegt jetzt schon gute sechs Monate, über sechs Monate liegt es zurück. Die Sache war die, kam also, wo ich mit dem Dreh fast fertig war, wir haben dann ein Video zuerst hochgeladen von unserem Meister Jambo, der ein Volksempfängergehäuse, ein ausgehöhltes hatte und daraus eine Bluetooth-Receiver, Boombox, wie auch immer gemacht hat. Das war der eine. Und dann kam ein hochinteressantes Video von unserem Olli, von Olli's Tubes. Und der hat einen Bausatz vorgestellt gehabt vom User Matthias. Sehr interessant, muss ich sagen. Da hat der Matthias eine Schaltung entwickelt gehabt und der vertreibt die auch. Ich werde da mal das auf den Link in der Beschreibung mit reinsetzen. Ich kann das absolut nur empfehlen, weil also für das Geld, also preiswerter geht es nicht mehr und das ist gut durchdacht. Das ist eine super Schaltung und also zum Nachbauen, also da könnt ihr nicht viel falsch machen. Und wie gesagt, also für Leute, wo da jetzt nicht da großartig sich da planerisch Gedanken machen möchten, über eine Schaltung, während sie es umbauen, so wie ich es mache. Ich mache das immer on the fly. Das ist ideal. Also ich will es, also wirklich, ich bin da nicht irgendwie mit dem Matthias affiliiert oder sonst irgendwas, aber sein Bausatz ist, also wirklich, ich würde es nur empfehlen. Das, was ich mir vor überlegt hatte, also die Schaltung, wo ich dran war, ist ein bisschen anderer, vor allem eins, sie ist viel kleiner. Ich muss nämlich, ich meine, das habt ihr sicher ja auf meinen Videos ja auch gesehen, dass ich da viel mit Autoradios rummache. Ich muss es hier irgendwie in so eine Kiste unterbringen. Und das Platzangebot ist einfach so, dass die Platine da, also dieses Modul da von Matthias, das passt da nicht rein. Und bei Matthias auf der Schaltung, da sind auch ein Haufen, also das Overkill mit dabei, also Bauteile, die sind wirklich üppig bemessen und viele von denen braucht man nicht so groß zu bemessen, aber es nimmt halt Platz weg. Und ich habe da mal so ein bisschen minimalistischen Ansatz da verfolgt und habe das auch mal umgesetzt in einem Autoradio. Das könnt ihr euch angucken. Vor allem der Grundgedanke bei dem Ganzen, das betrifft jetzt mal zum Beispiel die Stromversorgung mit diesem Spannungsregler. Die ganze Geschichte soll funktionieren. Das war nämlich auch so, da wo ich den Spannungsregler mir ausgesucht habe, die Parameter. Das Ding muss gehen von den Röhrenradius mit der Heizspannung von 2,5 Volt. Bis hoch zu irgendwelchen Geräten, die im Flugzeug betrieben werden mit 28 Volt. All das muss der Regler abkönnen, diese Stromversorgung. Dann muss sie klein sein und vor allem sie muss vielseitig steuerbar sein. Also dieses Ein-Ausschalten vom Bluetooth-Modul, das habe ich mit dem Eingang von diesem Spannungsregler, das ist ein Enable-Eingang, der lässt sich mit ein paar Mikroampere lässt er sich steuern schon. Er öffnet mir eine ganze Vielfalt von Möglichkeiten, wie ich das Bluetooth ein- und ausschalten kann. Aber jetzt habe ich das mal auf einem Autoradio, also das nicht dieses hier, also kein Becker Europa, ich habe das ausprobiert an einem anderen Autoradio. Und da könnt ihr schon mal sehen, wie das im Groben und Ganzen funktioniert. Aber das soll nicht das erste Video sein mit diesem Bluetooth-Umbau mit der Stromversorgung. Ich habe hier ein Autoradio gerade da. Das habe ich zum
gescheit zum Laufen gebracht wieder. Das ist ein Blaupunkt Frankfurt, so aus der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Und ich habe da mal alle Kondensatoren getauscht, also die Elkos. Die waren relativ, auf dem Weg ins Jenseits und einer ziemlich. Sieht man hier bei diesem kleinen, da ist der ganze Elektrolyt ausgelaufen und kristallisiert hier schon am Rande. Also der hatte eigentlich so gut wie nichts mehr drauf. Und daher war der Klang auch ein bisschen blechern und leise. Und das ist jetzt wieder soweit gut. Also der funktioniert. Was ich gerade mal noch sagen wollte, vergisst mal nie, den Ratio-Elko zu ersetzen. Das ist ein kleiner Elko bei den UKW-Geräten, der im Bereich von dem Ratio-Detektor ist, also mit dem Modulator. Wenn die defekt sind, also wenn die austrocknen, dann habt ihr dann einen relativ blechernen und so etwas verzerrten Klang. Also die nicht vergessen, gell? Also immer den Ratio-Elko mit austauschen, den kleinen. Ja, und das funktioniert jetzt soweit ganz gut. Stereo-Decoder funktioniert. Ich mache mal Strom drauf, zeige euch das mal. Und das soll jetzt dann auch noch mit Bluetooth ausgerüstet werden. Aber zuerst, wie gesagt, musste man das Ding ja mal richtig zum Laufen bringen. Also man sieht hier, also Stereo-Decoder funktioniert einwandfrei. Nur die LED, die ist halt total dumpf. Aber das haben viele Leuchtdioden aus der damaligen Ära, dass die immer dunkler werden und bis man sie fast nicht mehr sieht. Und dann hat das Radio auch noch einen Zusatz und da werde ich noch was mitmachen. Und zwar, der hat dieses ARI, das Autofahrer-Rundfunkinformation, was ich glaube. Und zwar, wenn ich jetzt hingehe und die Taste drücke, dann wird der Empfänger stumm geschaltet und der wurde dann nur freigeschaltet, wenn jetzt zum Beispiel ein Sender zu empfangen war. Man hat also hier die Skala durchgedreht und wenn ein UKW-Sender dann da war, wo diesen 57 kHz Pilotton drauf hatte, dann ist der Audioweg freigeschaltet worden. Also konnte man sich einfach durchdrehen die Sender raussuchen, wo dann halt eben den Verkehrsfunk ausgestrahlt haben. Und das gibt's aber nicht mehr, das ist vorbei. Also normal, wenn du da einen empfangen hast da mit dem Verkehrsfunk, dann ist diese gelbe LED angegangen. Und das ist jetzt aber vorbei, das ist schon seit ein paar Jahren, ist es alles durch RDS komplett ersetzt worden. Und dann hatte man auch noch so eine Feature, und zwar, das war die Stummschaltung. Also wenn du jetzt nur die Verkehrsfunknachrichten hören wolltest zur vollen Stunde, dann hat man dann hier den Knopf gedrückt. Und dann war der Empfänger stumm geschaltet, also ist die rote LED angegangen. Und dann, wenn eben dieser 3 Kilohertz, dieser frequenzmodulierte, das nannte man Hinz-Triller damals, wenn der kam, dann hat der Empfänger freigeschaltet, Audio, hast nur die Verkehrsdurchsage gehört und dann hat er wieder aus. Und ist stumm gegangen. Also das funktioniert aber alles nichts mehr, weil es gibt keinen Verkehrsfunk mehr, also dieses ARI ist vorbei und ich habe aber vor, diese Taste und den Knopf für was zu verwenden mit der Bluetooth-Geschichte. Das seht ihr dann jetzt nachher. Also dann drehe ich jetzt mal das Gerät um und dann gehen wir mal den Umbau ein. Übrigens, bevor ich ihn ganz umdrehe, achtet mal auf diese senkrecht stehende kleine Platine, wo da montiert ist, im Tuner. Die ersten frühen SMD-Platinen, wisst ihr mal, schon sogar in den 70er Jahren hat es das gegeben. Da sieht man da die Transistoren und ein paar Widerstände und Kondensatoren. Also das war schon eine ganze Weile da, bin erstaunt. Gut, jetzt ist er gerade umgedreht und jetzt wollen wir mal hier schauen, wie wir das am besten machen, da mit dem Bluetooth. Der Plan ist, einen kleinen Empfänger zu nehmen. Und zwar, die kann man ja auf eBay kaufen. Gibt es ja in allerlei Ausführungen, Farben und Geschmäckern. Das ist jetzt hier
so einer. Und der muss jetzt hier rein. Das dreht sich jetzt darum, dass wir mal zuerst eine Ecke finden, wo wir da die Audio, der rechte und der linke Kanal einspeisen können. Und mir schwebt da schon was vor. Und zwar, ich mache den jetzt noch einmal an. Hab ihn auf Verkehrsfunk, also der Empfänger ist stumm geschaltet. Und da gibt es jetzt hier hinten, und zwar, das ist bei fast allen Autoradios so, von der Ära, die haben hinten eine DIN-Buchse drin. Da wird das Signal raus durchgeschleift durch einen Stecker mit zwei Brücken drin. Und zwar, die erkennt man ziemlich genau. Und wieder rein. Und Sinn und Zweck von der ganzen Sache damals war, man hat ja zum Beispiel ein Tonbandgerät einstecken können. Da ging also das Audiosignal vom Empfänger aus dem Autoradio raus, ging in das Bandgerät rein. Wenn man eine Kassette rein, also Kassette reingeschoben hat, dann ist der Audioweg unterbrochen worden. Also man musste das so sehen, dass das war normalerweise, wenn eine Kassette nicht drin war, einfach Audio raus und dann wieder zurück reingeschleift ins Radio. Und wenn eine Kassette reingeschoben wurde, eben dann wurde dann das vom Empfänger unterbrochene Signal und dann vom Band eben das Audiosignal eingeschleift. Und das war also diese Buchse, man hat das auch gehabt für Autoplattenspieler noch ganz früher, so in der frühe mit 60er Jahre, bevor die Kompaktkassette dann schlussendlich auf den Markt kam, gab es die Buchse schon eben für Autoplattenspieler. Und die wurde auch verwendet für die Geräte, wo keinen Verkehrsfunk hatten. Da konnte man einen Verkehrsfunkdecoder hinten anschließen. Also es war eine ziemlich vielseitige Sache. Heute kann man zum Beispiel auch hingehen, wenn man jetzt zum Beispiel extern irgendwie einen Bluetooth-Receiver ranmachen will oder eine AUX-Eingang legen will, zum Beispiel, dass man vom Smartphone oder so Musik oder vom MP3-Player einspielen kann. Dafür ist die da. Die ist da bestens geeignet. Und da werde ich mich jetzt mal einzwacken. Jetzt möchte ich mal gerade gucken, wo ist was? Also was ist der rechte und linke Kanal? Okay, das ist der linke. Das ist der rechte Kanal. Und es ist ja dupliziert. Hier auf der anderen Seite wieder. Rechts und links. Also wenn ich jetzt den Stecker abziehe, diese Brücke, da sieht man ja auch, dass da drinnen zwei einfach Drahtbrücken sind. Jetzt ist es unterbrochen. Also dann habe ich jetzt bloß nur auf einer Seite. So. Also das ist das, was zum Verstärker geht. Eben das Kabel in blau und das Kabel in gelb. So, das ist jetzt mal das eine. Also da werde ich mich jetzt dann mit dem Bluetooth-Empfänger werde ich mich da reinzwacken an der Stelle. Ja, und dann hat man natürlich die Auswahl auf der Bucht. Kann man jede Menge Bluetooth-Module kaufen. Sie sind aber eigentlich im Groben und Ganzen gleich, was das anbetrifft, wie man sie dann anschließt oder halt sehr ähnlich. Das hier, das hat die Anschlüsse 5 Volt und dann Power Ground, also das ist plus 5 und Masse. Dann Pause Play und diese Eingänge, dieses Pause Play, Next, Previous, Volume Plus, Volume Minus, die werden getriggert, indem man sie an Masse legt. Da habe ich auch was vor mit. Und da könnte man auch noch ein Mikke anschließen für eine Freisprech. Und dann die drei unteren Pins, das ist dann also der Ausgang, also Out-Right, Audio-Ground und Out-Left. So. Also das wäre jetzt mal das Bluetooth-Modul. Und da das 5 Volt braucht, wird ein Spannungsregler angeschlossen. Und zwar, ich werde den Strom auch an dieser DIN-Buchse abzapfen. Da ist nämlich plus 12 Volt geschalten. Also wenn das Autoradio eingeschalten wird, dann liegt da Spannung an.
Das ist natürlich sehr praktisch. Da wird das Bluetooth-Modul auch aktiviert. Und ihr werdet euch jetzt fragen, warum nimmt er jetzt so ein Regler da mit fünf Beinchen, in 7805, der täte es ja auch. Ich habe da was vor mit. Und zwar habe ich da einen genommen, das ist ein regelbarer. Ich muss da aber halt dann die Spannung fest einstellen mit zwei Widerständen, also auf die 5 Volt. Und der hat noch einen Enable-Pin. Also sprich, wenn ich also Betriebsspannung drauflege, also plus 12 Volt, dann schaltet der erst frei. Das hat einen Grund, seht ihr dann gleich. Für die, wo mitschreiben wollen, das ist das Ding, warte mal. So, also BA00CC0WCP. Der ist von Rom. Und eben, ich brauche diesen Enable-Pin. Und zwar habe ich Folgendes vor. Jetzt mal das beiseite. Das Autoradio, das hat doch hier eben die ARI-Taste. ARI wird nicht mehr verwendet, das gibt es nicht mehr. Und wenn ich jetzt das Radio auf UKW normal schalte, also oder Mittelwelle oder sowas, dann ist hier unten drin ein Kontakt. Dieser da, der ist geschlossen. Und wenn ich die ARI-Taste drücke, ist der Kontakt offen. Also sprich, das hier, dieser Draht, und der geht zu dem ARI-Decoder im Radio drin, das schaltet den erst einmal frei. Also wie gesagt, wenn der offen ist, also nicht auf Masse gelegt, dieser grüne Draht, dann ist der ARI-Decoder an, und so ein Verkehrsfunk, und das Radio vor allem, da wird der Audio dann stumm geschaltet. Das ist wichtig, das werde ich jetzt nämlich nachher brauchen, weil der Plan ist, dass ich diese ARI-Taste nehme als designierte Bluetooth-Taste. Also wenn ich den U drücke, dann schaltet jetzt den Audio aus hier. Also ich muss da hier keinen Umschalter reinmachen oder sowas. Einfach das Audio wird weg, das wird unterdrückt. Und ich kann dann das Bluetooth-Signal, wie gesagt, kann ich dann alleine reinfüttern, ohne dass ich da irgendwie im Hintergrund UKW habe oder sowas. Also das ist jetzt das eine. Und der Plan ist, dass ich eben diesen Kontakt benutze, um den Spannungsregler freizuschalten, dass er das Bluetooth-Modul eben mit Strom nur dann versorgt, wenn die ARI-Taste gedrückt ist. So geht der Plan. Und das werde ich jetzt mal aufzeichnen gleich, so als Schaltplan, wie ich das da mache, welche Drähte ich wo anschließe, weil der Bluetooth-Empfänger, der kommt da sogar mit einem Stecker und ein Stück so 15 cm lange Kabels. Das ist schön, das kann ich dann nämlich auch alles toll innen drin verdrahten. Ich sehe auch, der hat eine Leuchtdiode drauf. Ich denke, das wird so ein blaues, ziemlich sicher ist das eine blaue LED, die dann aufleuchtet. Und spürt ihr, was ich spüre? Also bei dem Radio, da ist doch diese gelbe Leuchtdiode für ARI. Die geht ja nicht mehr an, weil das Signal ja nicht mehr gesendet wird. Spürt ihr, was ich denke? Genau, hab richtig geraten. Die kommt raus und dann tue ich die ersetzen und mache eine blaue Leuchtdiode rein. Und die wird dann an das Bluetooth-Board angeschlossen, sodass, wenn dann nachher Bluetooth-Connectivity ist, dann leuchtet die blau auf, anstatt der gelben. Na, genau, so wird das gemacht. Und eben die Taste hier, also der Kontakt, der wird jetzt dann zwei Funktionen haben. Das würde ich natürlich mit zwei Dioden halt
abblocken müssen, dass sie sich nicht gegenseitig da beeinflussen. Aber das ist ja kein Problem. Einerseits das Signal geben oder halt den Kontakt geben, dass der Audio stumm geschaltet wird. B, Freigabe für den Spannungsregler. So. So geht der Plan und das zeichne ich jetzt mal auf und werde das jetzt dann nachher umsetzen, auch genauso. So, den Plan habe ich jetzt mal so aufgezeichnet. Das ist hier diese fünfpolige Buchse hinten am Radio. Wäre von außen betrachtet, würde das so bestückt sein. Ich habe die plus 12 Volt. Die gehen hier in den Spannungsregler. Und wir haben hier, damit man die 5 Volt einstellen kann, ein Widerstandsnetzwerk. Und zwar der Pin VC. Das ist der, wo die Spannung, also diese Referenz drauf kommt, damit man dann die Spannung einstellen kann, eben oder diese eingestellte Spannung hat, die er dann nachher ausspucken soll. Und das steht auch im Datenblatt drin, wie man diese beiden Widerstände dann berechnet in diesem Spannungsteiler. Also für 5 Volt bräuchte man 44 Kiloohm von dem Ausgang auf VC unten am Widerstand und dann geht es weiter mit 15 Kiloohm auf Masse, also 44 und 15 Kiloohm in dem Spannungsteiler zwischendrin abgegriffen auf VC, ergibt genau 5 Volt bei dem Ausgang. Und dann kommt noch dazu, also ein Elko, 22 Mikrofarad, das ist auch vom Hersteller von dem Spannungsregler so empfohlen. Also zum etwas glätten und dann auch hier am Eingang 0,3 Mikrofarad zwischen Masse und dem Input, um das dann auch ebenfalls zu, also um irgendwelche Schwingungen und HF-Einstreuungen zu verhindern. So wird der programmiert und den kann ich dann beliebig eigentlich theoretisch auch für andere Spannungen konfigurieren. Das ist halt eben dieser Spannungsteiler, ist das dann, auf was es ankommt. Dann jetzt zu dieser Taste, dieser ARI-Taste. Ich hatte doch vorhin gezeigt gehabt, wenn ich die ARI-Taste gedrückt habe, dann ist der Kontakt offen. Wenn UKW normal oder Mittelwelle oder Langwelle dran ist, dann ist dieser Kontakt geschlossen. Das heißt also, wenn ich jetzt ARI gedrückt habe, passiert Folgendes. Der Pull-Up-Widerstand von 44K, ich habe jetzt einfach mal den Wert von 44K auch genommen, weil dann brauche ich nicht zweimal in die Widerstandskiste reinzugreifen. Das macht auch Sinn. Der Eingang hier, der zieht nur ein paar Mikroampere, also kann man hier relativ hochohmig arbeiten. Wenn hier nichts auf Masse geschaltet ist, zieht es diesen Enable-Eingang vom Spannungsregler hoch auf plus 12 Volt und es schaltet diesen Spannungsregler dann ein. Dann kommen 5 Volt raus. Und ansonsten, wenn der auf Masse gelegt ist, also sprich UKW oder AM, über den Schalter hier wird es dann auf Masse gelegt und dann ist hier das Potenzial nahe Null. Und dann schaltet es den aus. Also, ich habe hier zwei Dioden reingemacht, weil ich will ja weiterhin haben, dass der Audio, wenn der ARI-Knopf gedrückt ist, dass der weiterhin stumm geschaltet wird, also dass nichts aus dem Empfänger rauskommt. Und dass sie sich nicht gegenseitig da beeinflussen, weil ich will diesen grünen Draht ja wieder anschließen, mache ich das über zwei Kleinsignaldioden, also 1N41, 48. Die beiden so schalten über den Schalter auf Masse. So sind dann immer noch beide Sachen also zu verwenden, also zwei Eingänge und ein Schalter. Deswegen die Dioden. Okay, also wir haben hier dann 5 Volt raus. Wie gesagt, wenn ARI-Taste gedrückt ist, geht der Schalter auf. Dann sind die kurzgeschlossenen 12 Volt von über den 44 Kiloohm Widerstand hier auf dem Enable-Pin. Der hier schaltet ein, der Spannungsregler, und gibt die 5 Volt frei.
Und dann geht es dann weiter Richtung Bluetooth-Modul. Und ich habe ja hier die verschiedenen Pins, wo ich Sachen anschließen kann. Also wir haben ja plus 5 Volt und Power Ground. Also das ist klar. 5 Volt rein und dann auf Masse. Das ist das eine. Dann habe ich hier ein Audio Out Right und Audio Out Left. Das sind die zwei Kanäle, links und rechts raus. Und dann Audio Ground. Audio Ground, das lege ich dann auf Masse. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich hingehen und den gleich zusammen mit den anderen hier auf die Masse auf dem DIN-Stecker legen. Nicht, dass es da irgendwie eine Masseschleife gibt oder so. Das sind jetzt die also Anschlüsse jetzt. Und eben, was ich da vorhin da gemeint habe mit der gelben Ari-LED, die man ja eigentlich nicht mehr braucht, weil sie nicht mehr angehen wird, die kommt raus und ich tue dann auf dem Board die eingebaute LED rauslöten mit zwei ganz hauchdünnen Drähtchen raus und gehe dann auf die Fassung von der Leuchtdiode und mache das eine blaue. Also dass man dann sieht, wenn Bluetooth Pairing stattfindet, dann blinkt die dann auf. So ist dann jetzt erst einmal der Plan. Dann ist es so, wir haben ja noch weitere Eingänge, die auf Masse gelegt werden können, um dann das Bluetooth-Modul, das sendet dann zurück ans Smartphone, also Pause oder Play, nächster Titel, Previous ist voriger Titel, Volume hoch, Volume runter. Diese möchte ich, also einer von denen zumindest, kann ich weiterverwenden, weil da ist ja noch diese Taste, die ja früher für die Stummschaltung verwendet wurde, wenn ich die drücke. Und die möchte ich nehmen, um zumindest Pause, Play oder sowas zu machen. Und ich habe das mal im Radio habe ich das jetzt mal durchgemessen. Wenn die Taste gedrückt wird, legt es da den, also das ist ein Kontakt, der geht auf Masse. So, das ist gut, weil das brauchen wir nämlich ja genauso. Also werde ich den jetzt dann auch so verwenden und nehme einen Eingang, zum Beispiel den Pause Play. Ari Stummschaltung. So, das ist die Taste. Aber ich kann mir das ja aussuchen. Ich kann ja zum Beispiel auch Previous oder Next oder so anschließen. Wird man dann sehen. Also, und das gibt jetzt mal so den Anschluss. So wird das jetzt mal zusammengebaut und dann probieren wir das mal aus. Gut, also als erstes werde ich da mal hier den ablöten, diesen Kontakt in der Ari-Taste. Und ich mache jetzt hier die zwei Kleinsignaldioden rein, dass es sich nicht gegenseitig beeinflusst. Das ist einmal Punkt 1. So, ich habe jetzt einmal ein bisschen weiter gelötet und habe den Spannungsregler verdrahtet, genauso wie ich das da aufgezeichnet hatte, dann im Schaltplan. Und den habe ich dann an so einem kleinen Blechwinkel mit der Rückwand vom Gehäuse verschraubt. Und soweit hier ein relativ dicken Draht genommen für Masse, das wäre nicht schlecht. Und der orangene Draht, das ist die plus 5 Volt raus. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Zoom raus, ja, dass man alles sieht. Und der grüne Draht, das ist der jetzt, wo den freischaltet, also diese Masseschaltung zur Freischaltung. Also sprich, wenn ich den Verkehrsfunk, die Taste drücke, dann ist das, dieser grüne Draht nicht mehr auf Masse gelegt. Der Widerstand zieht ihn hoch auf plus 12 Volt und schaltet dann eben den Spannungsregler frei. Und ob das jetzt so funktioniert, wie ich geplant hatte, das wollen wir jetzt mal gerade ausprobieren. Also das heißt, ich werde jetzt als erstes mal den einschalten. Ich bin auf UKW normal. Radio geht. Jetzt drücke ich mal die Verkehrsfunktaste. Da. Na, wer sagt's denn? Genau 5 Volt am Ausgang. Unser Radio ist stumm geschaltet. Also das mit den zwei Dioden, das funktioniert einwandfrei. So,
Jetzt als nächstes wird der BT-Empfänger montiert. So, und jetzt geht's weiter mit der Montage des BT-Empfängers. Ich habe mir da mal so ein Plätzchen dafür überlegt. Ich hätte ihn ja eigentlich irgendwo hier im Gehäuse reinmachen können. Aber bei denen ist es wichtig, dass man eine Öffnung hat in dem Metallgehäuse wegen der Abschirmung, die so ungefähr knappe 2 cm breit ist. Kann auch ein Schlitz sein. Da mache ich dann die Antenne, also die Sendeempfangsantenne mache ich dann ganz in der Nähe. Und zwar habe ich da was gefunden. Das hier ist da so eine schlitzförmige Öffnung an der Seite. Wenn ich den so drehe, ja, dann sieht man den. Und dort werde ich den Bluetooth-Empfänger montieren. Und zwar mit doppelseitigem Klebeband. Hier ganz in der Nähe von der Öffnung. Schraubenlöcher habe ich ja eh keine, also kann ich nicht festschrauben. Deswegen werde ich den jetzt halt mit doppelseitigem Klebeband festmachen. Und dann löte ich auch noch gerade schnell die blaue LED auf der Platine raus und löte 2 ganz dünne Drähtchen dran, damit ich dann vor an die Leuchtdiode im Display beziehungsweise, das heißt ja, Display ist es ja keins, das ist ja eigentlich so die Skala des Radios oder so, dass man dort die LED hin platzieren kann. Gut, ich habe jetzt mal am Bluetooth-Modul die LED auf der Platine, die SMD rausgelötet und 2 ganz dünne Drähtchen rangemacht. Die gehen dann nachher vor an die LED, wo mal gelb war für Verkehrsfunk, wo vorne in der Skala drin ist. Die Drähtchen, wo ich nehme, übrigens, kleiner Tipp am Rande, ich nehme da solche Paralleldruckerkabel, so alte, und schneide die auf. Und da gibt es dann allerhand bunte Drähtchen, wo man dann nehmen kann. Und die haben auch die richtige Dicke, also das ist ideal dafür für Verdrahtungen. Ich brauche mir da gar keine auf der Rolle zu kaufen. Jetzt noch was anderes, und zwar, wenn wir es jetzt gerade auf Close-Up haben, der Bluetooth-Empfänger, der hat ja hier einen Verstärker drin. Und dieser Verstärker, dessen Ausgang sollte immer entkoppelt sein von dem Eingang, wo es reingeht. Also sprich hier, wenn ich jetzt in die DIN-Buchse reingehe, sollte ich stets einen Kondensator zwischenschalten. Rechter Kanal, linker Kanal. Irgendwas in der Gegend von so 0,02 bis 0,15 Mikrofarad um die Gegend, dass die Audio zwar durchkommt, aber irgendwelche Spannungen, wo hier anliegen, eventuell, man weiß es ja nicht, dass die nicht rückwärts in den Verstärkerausgang von dem Bluetooth-Modul gefüttert werden und den dann beschädigen oder das Signal irgendwie verfälschen. Hier in diesem Fall jedoch habe ich mal nachgeschaut und nachgemessen auf der Platine. Der Hersteller von diesem Bluetooth-Modul hat tatsächlich 2 Entkoppelkondensatoren reingemacht. Ich habe das mal nachgemessen. Also der Pin links und rechts ist dann jeweils verbunden mit dem Kondensator. Also hier, das spare ich mir. Fällt flach in dem Fall. Ich kann direkt gehen. Aber guckt es mal lieber nach auf dem Bluetooth-Modul, ob da Kondensatoren irgendwo gleich hinter der Anschlussleiste sind. Und wenn nicht oder wenn ihr zweifelt, dann macht lieber was hier rein. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Wenn jetzt zum Beispiel ich ein Bluetooth-Modul habe, das hat ja immer einen rechten und einen linken Ausgang, also das ist Stereo. Und ich will in ein Autoradio reingehen, wo Mono ist, dann muss ich das Signal zusammenführen. Aber jetzt nicht, dass ich hingehe und einfach rechte und linke Kanal da zusammenbind, weil das ist schlecht. Das ist nämlich so, im Bluetooth-Modul haben wir ja Verstärker drin. Ein rechte und ein linke. Und wenn ich die jetzt einfach zusammenbinde zu einem Monosignal, die arbeiten ja dann gegeneinander. Das Signal rechts und links ist ja nicht immer das gleiche. Das ruft oft Verzerrungen hervor und auch die Höhen, die gehen dann hops. Also muss man das anders machen.
wenn ich jetzt ein Stereo-Signal zu einem Mono-Signal ummodeln will oder umverdrahten will, wie auch immer, geht das so, mache ich Widerstand rein. 470 Ohm bis 1K. Und dann kann ich dann zusammenführen. Das gibt dann das Mono-Signal. So wird das gemacht. Nur falls ihr jetzt ein Mono-Radio nachrüsten wollt mit Bluetooth. Also nie die rechts und links direkt zusammenbinden. So, jetzt bin ich da ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe den BT-Empfänger seitlich da an die Wandung rangemacht mit doppelseitigem Klebeband und habe den auch soweit jetzt angeschlossen. Ich habe da auch vorne da diese LED, die frei geworden, habe ich auch gerade, wo ich dabei war, mal aktiviert mit was. Die war ja früher, war die ja die untere, wo jetzt gelb leuchtet, die war rot und war zuständig, also wenn ich die Stummschaltung betätigt habe, also diesen Masseschalter für diese Verkehrsfunk Stummschaltung, die würde ja nicht mehr angehen, habe ich jetzt einfach so gemacht, da die schalten ist. Von der plus 12 Volt von der Skalenbirne geht es auf die Anode von der LED und dann ist eben dieses Drähtchen raus an den Decoder für den Verkehrsfunk. Da habe ich das jetzt einfach über den 470 Ohm Widerstand auch noch an diese Masse gelegt, also diese Arri-Masse. Hier ist die Schaltung, geht durch die gelbe LED von plus 12, 470 Ohm und dann eben da an den Schalter. Das heißt also, wenn das Ding jetzt im Radiobetrieb ist, dann leuchtet die gelb auf und wenn ich in Bluetooth gehe, dann schaltet sie aus. Also sieht man halt einfach, wenn das Radio an ist, dann leuchtet es gelb. Und die ehemals grüne, wo da nicht mehr so richtig geleuchtet hat vom Stereo-Decoder, die habe ich einfach eine rote reingemacht. Jetzt habe ich den Schalter, wo vorne, also diese Stummschaltung Arri, habe ich genutzt. Und zwar, da war doch diese Masseschaltungen, wo man an den Bluetooth-Empfänger verwenden konnte. Also das war dieses Pause Play oder Next oder Volume Up, Volume Down. Einen davon habe ich genommen. War nicht das Pause Play, sondern ich habe den Next mal belegt. Man kann irgendeinen belegen, das ist egal, was einem halt am ehesten passt, aber ich dachte mal, Next wäre ganz lustig. Übrigens, ganz interessant, die Funktion von dem, das ist über Widerstände gemacht, also der Chip auf dem Bluetooth-Board, der hat einen Ausgang, der die Funktionen triggert. Und dann sind Widerstände. Parallel verschiedene Werte, wo die haben. Rausgehen. Plus, plus, plus. Und einer direkt. Und ich habe das mal so ein bisschen angetestet und ausgemessen, was da was ist. Der Pause und Play ist direkt, also der Mikroprozessor vom Bluetooth hat eben diesen Ausgang, das ist gemuxt, Multiplex analog, dass man bloß einen Eingang nimmt und dann sämtliche Funktionen drauf macht. Die Widerstände, die habe ich mal ausgemessen und die sieht man auch hier. Also diese Kabel, diese verschiedenfarbige, wo rausgehen. Wenn ich das mal ein bisschen weiter hochhalte, die Platine. Hier sind lauter Widerstände, SMD. Und die gehen hier an die Kabel raus. Also ist es immer, die Funktion wird getriggert durch das Auflegen von einem bestimmten Widerstandswert gegen Masse. Der hat jetzt aber hier bloß eine Handvoll Funktionen. Ich habe das mal
ausgemessen gehabt. Also Pause Play ist 0 Ohm zur Masse. Next ist 3 Kilo Ohm. Previous ist 6 Kilo Ohm. Volume Plus 9,1 und Volume Minus 15 Kilo Ohm, also 14,9. Das sind die, wo bei Aufschlag sind. Diese Widerstände sind da auf der Platine drauf. Und ich habe da mal einfach ein bisschen rumexperimentiert und bin dann mal auf ein recht interessantes Ergebnis gekommen. Da gibt es noch Zwischenwerte. Zum Beispiel, wenn man 7,5 Kilo Ohm auf Masse legt. Also ich nehme dann immer diesen Pause Play Ausgang, weil der ja 0 Ohm auf Masse ist. Der ist direkt, also Kurzschluss auf Masse. Wenn ich 7,5 Kilo Ohm auf Masse gelegt habe, da bin ich dann plötzlich in eine richtig geile Preset Equalizer Funktion gekommen, wo man verschiedene Richtungen ausprobieren könnte, wie es am besten zum Verstärker und zu den Boxen passt. Dann war bei etwa 12 Kilo Ohm, war das, glaube ich, nochmal eine Funktion, wo man umschalten konnte, also Musik aus, und dass es dann nur als Freisprecheinrichtung dienen würde. Da müsste man mal in dem Datenblatt vom Hersteller nachgucken, da steht das sicher alles drin, was für Widerstandswerte welche Funktionen dann aufrufen. Also sind nicht alle bestückt und mehr Widerstandswerte, wo dann auch noch extra Sachen haben. So habe ich so am Rande nur rausgefunden. Und wo wir gerade dabei sind, wo ich da diese Platine da zeige, warum habe ich, würdet ihr vielleicht euch fragen, warum habe ich dann die Onboard-LED rausgemacht und also rausgelötet und dann die raus an die Skala, also an die blaue, und sie nicht drin gelassen. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar, mir ist es schon einmal passiert bei einem anderen Prozessor. Diese Onboard-Treiber, wo die da haben, werden manchmal so bemessen, dass sie gerade eine LED ansteuern können. Wenn man jetzt zum Beispiel zwei Leuchtdioden ansteuert parallel, kann es sein, dass der Treiber durchbrennt. Das wäre dumm. Also wenn er sowas macht, würde ich die Onboard-LED mal auf alle Fälle rauslöten. Und dann eben, um die externe dann zu betreiben. Also nicht parallel machen. So, gut, das wäre jetzt mal das. Jetzt können wir eigentlich mal probieren, wie das sich anhört, wie das funktioniert auf Bluetooth. Gut, jetzt sollen wir das mal ausprobieren. Also jetzt bin ich auf UKW. Geh mal auf Bluetooth. Waiting for the connection. Oh, schön, mit Ansage. Connect. So, jetzt ist er verbunden. Und da ich jetzt den grünen Draht, also mit Pause Play, angeschlossen habe, an den Kontakt hier, wenn ich drücke, kann ich immer eine Track nach vorne spulen. Also das geht mal. Das ist in Ordnung. Und so von der Tonqualität ist es ganz brauchbar, also wirklich gut. Jetzt ist mir aber noch was aufgefallen. Das werde ich noch beheben, diese Sache. Und zwar, der hat dieses Bluetooth-typische Surren und Schnattern im Hintergrund, wenn man die Lautstärke ganz aufdreht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich pausiere, da hört man im Hintergrund, hört man den Prozessor arbeiten. Das ist jetzt auf volle Lautstärke. Manche Bluetooth-Module, die haben es etwas weniger, manche haben es etwas mehr. In letzter Zeit, also die neueren, die sind nicht mehr so schlimm. Früher war das mal ganz arg. Aber das ist mir immer noch zu laut, das Geräusch. Und zwar, das entsteht durch eine Masseschleife. Das Einzige, was man da machen kann, ist eine Stromversorgung nehmen, die galvanisch getrennt ist. Und das habe ich eigentlich schon öfters gemacht, wenn das Geräusch da war. Und
Das habe ich dann einer von diesen DC-DC-Wandlern genommen. Und das ist hier zum Beispiel einer davon. Also der macht aus 5 Volt wieder 5 Volt bei einem Watt. Also das ist die höchste Belastbarkeit. Und wenn man den dazwischen reinschleift, dann ist dieses Geräusch so gut wie weg. Also bei jedem, wenn er da komische Störgeräusche hat, da gerade vom Prozessor, vom Bluetooth, es hilft eigentlich nichts. Also man kann 7 Kondensatoren rein, man kann alles auf einen Massepunkt legen, so wie ich es auch gemacht habe. Das hört man also immer noch irgendwie ganz leise, wenn es noch so leise ist im Hintergrund. Und das hier, das schafft eigentlich Abhilfe. Deswegen mache ich jetzt diesen Spanner, also diesen DC-DC-Konverter mache ich jetzt mal rein und dann probieren wir das nochmal aus. Also hier nochmal zum Merken. Also das Prozessorgeräusch im Hintergrund. So, und jetzt höre ich mal auf zu filmen, löte den rein und dann gucken wir nochmal. So, jetzt habe ich hier mal diesen Spannungswandler DC-DC-Konverter habe ich mal reingelötet. Einfach in die Versorgungsleitung, in die 5 Volt vom Bluetooth-Modul und hab's an, wieder auf Pause. Achtet mal drauf, wie leise das jetzt geworden ist. Das ist jetzt volle Lautstärke. Und das bekommt man noch leiser. Ich mache jetzt nämlich ein Elko zwischendrin rein. Und zwar auf die Seite, wo rausgeht, Richtung dem Bluetooth-Modul. Das sind 47 Mikrofarad, mehr braucht man nämlich nicht. Also, ist noch leiser geworden. Und das bei voller Lautstärke, das reicht aus. So kann man das laufen lassen. Im Gegensatz zu früher, es ist eine Riesenverbesserung. Also jetzt nochmal ohne Elko. Mit Elko. Also das ist okay so. Und so werde ich das zusammenbauen. Mach den DC-DC-Konverter hier so an die Seite mit einem Blechwinkel, dass er da hebt und auch Kühlung hat. Ja, dann würde ich mal sagen, der Bluetooth-Bau ist dann jetzt soweit erledigt. Jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen zeigen, was jetzt das letzte ist, was ich da gemacht habe im Schaltplan. Und zwar, das ist das hier, hier die Stelle. So. Das ist die eine Masse. Und das ist jetzt diese Masse vom Bluetooth-Empfänger. Das heißt also, er muss eine separate Stromversorgung haben, die galvanisch getrennt ist, damit diese Geräusche weggehen. Und das plus 5 Volt kommt jetzt auch an den DC-DC-Konverter. Also wie gesagt, der ist komplett galvanisch getrennt. Das hier, diese 5 Volt, sind nicht verbunden mit der hier. Also da ist innen drin ein Schwingkreis, der schwingt so irgendwo bei 40 kHz, dann geht es auf den Trafo drauf, wird dann nachher wieder gleichgerichtet, diese Wechselspannung, und kommt dann wieder als 5 Volt hier raus. Dann haben wir natürlich den Elko nicht vergessen. 47 μ. Und so kriegt man das Problem mit den Störgeräuschen erledigt. Diese Konverter, die gibt es übrigens in ziemlich vielen Ausführungen, gerade was die Spannungen anbelangt. Also
Da gibt es zum Beispiel auch 12 Volt in und 5 Volt raus oder 5 Volt rein, 12 Volt raus oder 5 Volt rein, 3 Volt raus. Also die gibt es in sämtlichen Ausführungen. Und da werden sich jetzt ein paar fragen, ja, warum hast du jetzt nicht einfach eine 1205 genommen und dir dieses Ganze hier mit dem Spannungsregler erspart? Gute Frage. Erstens wollte ich das ja den schaltbar machen mit dem Enable-Input, das ist das eine. Aber wenn man jetzt den Enable-Input nicht benutzen würde, ist da trotzdem noch ein Haken an der Sache. Weil wenn ich jetzt ein 1205 nehmen würde, wo also sagt 12 Volt Input laut Datenblatt, sind das ist ein ganz, ganz eng begrenzter Spannungsbereich, wo das Ding funktioniert. Und zwar, man kann von, ich habe das einmal gemessen, 10,8 bis etwa 13,8 reinmachen, wenn es ein 12er ist. Oben drüber, da ist dann die Gefahr, dass er durchbrennt. Unten drunter, also bei 10,8 schaltet er aus. Also sprich, wenn ihr jetzt eine schwache Autobatterie habt oder die halt relativ weit unten ist, dann ist bei knapp 11 Volt, ist dann schon fertig mit Bluetooth. Und das ist der Grund, warum ich das über einen Spannungsregler erst einmal runter regel auf 5 Volt und dann gehe ich dann über einen 5 Volt Regler. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, nur 10 Volt habe oder 9,5 Volt, bei dem das Autoradio normal auch funktionieren würde, die 5 Volt sind immer da und das mit dem Bluetooth funktioniert einwandfrei. Das ist der Grund, warum. Gut, also jetzt habe ich das mal soweit noch fertiggestellt, habe den DC-DC-Wandler angeschlossen, habe da mit so einem kleinen Blechle den an die Rückwand montiert, mit einer Schraube durch, das klemmt das jetzt auch fest und den Elko dann noch angeschlossen und die Kabel, die übrig gebliebenen für die verschiedenen Funktionen, damit Pause, Play oder laut, leise und so, alle mal ein bisschen zusammengeräumt. Und ja, eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als da den Deckel drauf zu machen. Funktionskontrolle noch die letzte. Oh, dann kann der dann an den Kunden. Ist das soweit erledigt? So. Also jetzt bin ich auf Radioempfang. Geh mal auf Bluetooth. So. Waiting for the connection. Ja, übrigens, das letzte Mal habe ich fälschlicherweise gesagt gehabt, dass ich die Pause Play Funktion angeschlossen habe von dem Bluetooth an diese Taste. Stimmt gar nicht. Ich habe die Next angeschlossen. Also. Da kann ich jetzt vor das nächste Lied. Warte mal, das war ja Pause. That was the way it is. We hope. So, das waren alles verschiedene Tracks. Also funktioniert und ja, Radio kann weg. Dann danke ich mal fürs Zusehen und würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video.